Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge an einem Montag für Hardcore Kerbal. Und wie ihr sehen konntet, ich konnte das Safe Game retten, denn ihr habt ein bisschen Glück gehabt, oder ich habe ein bisschen Glück gehabt, oder ihr habt hoffentlich auch ein bisschen Glück gehabt, denn es gibt im Saves Folder scheinbar einen Backup Folder und ab und zu macht er da mal Kopien des Safe Games. Und scheinbar hat er, als das Ding hier suborbital war und ich kurz in der Tracking Station war, um diesen Point-of-View-Bug, also wo es mich so nach hinten verschoben hat, zu fixen, hat er scheinbar das Savegame kopiert. Und das heißt, ich musste nur noch mal schnell den Orbit fertig ziehen und unser Space Truck ist wieder am Start. Sehr schön. So, was ich jetzt dann mal machen will als nächstes, ist folgendes. Ich möchte nämlich gucken, dass wir hier noch ein Modul dazwischen gesetzt bekommen. Hier so, ein kleines, mit einem Probe Core dazwischen. Und eventuell einem kleinen Container und einem Adapter dann eben, um vorne das Landemodul aufzunehmen. So hatte ich mir das jetzt mittlerweile überlegt. Dann wird es nicht asymmetrisch und wir haben vorne auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Werkzeug mitzunehmen. So, das wäre der Plan. Das wird hoffentlich auch nicht gar allzu teuer, denn wir haben ja nicht viel Gewicht zu transportieren. Wird halt nur ein bisschen blöd zu fliegen. Insgesamt. Weil wir nur so doofe Probe-Cores haben. Aber der kann auf jeden Fall schon mal Stability Assist. Das ist schon mal besser als gar nichts. So, das heißt, unsere Annahme wäre, dass wir so ein Utility-Box-Ding nehmen, das Service Bay, und damit quasi unser Raumschiff starten. Und dann kommt da unten rein nämlich so ein Probe-Core und unter dem Probe-Core machen wir gleich noch ein bisschen Strom für den Probe-Core, weil wir haben eh insgesamt recht wenig Strom dabei. Warte mal, das war nicht der Strom, nach dem ich gesucht habe. So, und zack. Und dann können wir gerne hier noch irgendwie einmal Strom drunter packen. So, und dann wäre meine Überlegung, darüber noch einen Container zu packen für... Tja, jetzt weiß ich nicht, wie groß ist der? Small Inline Container, das müsste ja eigentlich... Nope. Umsonst gekauft. Haben wir noch was Kleineres? Ich würde gerne noch irgendwie so ein Containerteil mitnehmen für... für Werkzeug und so ein Kram, aber ist nicht in der Größe. Leider. Schade, das wäre natürlich schön gewesen. Dann müssen wir das halt einplanen für unser Raumschiff. So, und jetzt würde ich hier oben gar nicht viel Terz machen, sondern auch einfach nur ein Dockingport drauf, dass wir nachher da das Schiff andocken können. So, ist das jetzt, bringt uns das besonders viel? Wir brauchen da letztlich Open. Letztlich brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen nachher hier zack, 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 zack. Noch ein bisschen mehr Strom. Das mache ich aber eigentlich nur, damit ich nachher die Düsen anbringen kann. Denn ich möchte da nicht noch einen Fuel Tank dazwischen stopfen. So, da bringen wir jetzt einen Tank an und den verschieben wir einfach in die ganze Sache rein. Dann stört uns das nicht mehr. Zack. Close. Okay, so, nennen wir das dann irgendwie Space Truck Autopilot wird es. Autopilot. So. Und der kriegt dann unten drunter noch einen weiteren Dockingport. So. Dann haben wir relativ wenig, was da angeflanscht werden muss. Und ich würde sagen, wir machen mal hier zwei von den Dingern startklar für später schon mal. Damit wir auf jeden Fall strutten können. Na, da macht das nicht so viel Sinn. Okay, und dann brauchen wir auf jeden Fall von denen hier vier Stück, damit wir nachher das Docking sauber machen können. Machen wir mal so, dann stören wir uns nicht mit dem anderen Kram. So,
Na, dann haben wir einmal rundherum unser RCS und drinnen haben wir den kleinen RCS-Tank. Dann wird das nachher das Teil, mit dem wir quasi das Dockmanöver durchführen. So, und unten drunter machen wir ganz einfach eine kleine Einheit für die Annäherung. So, dann haben wir gar nicht viel in den Orbit zu schieben. Das ist unser Raumschiff. So, unser Raumschiff bekommt einen Decoupler und ein Fairing. Und ich glaube, da reicht uns quasi das Kleine aus. So, steht ja nicht viel über. So, wir müssen aufpassen, dass wir da noch auf jeden Fall eine Antenne jetzt ranbauen, ganz kurz noch. Zack, 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 zack. Science. So, hier auf jeden Fall schon mal die. Das ist unsichtbar. Das ist ja auch witzig. Na gut, da müssen wir das Fairing wohl nochmal löschen. So. Eine reicht uns. Da so. Da so. Zack. So, und dann das Fairing wieder zu. Bild Fairing. Zack. Zack. Und zu damit. So. Scheint auch ein neuer Bug zu sein, ne? Dass man innerhalb des Fairings nichts mehr gebaut bekommt. Sehr witzig. So, dann haben wir 2800 Delta V potenziell. Das ist prinzipiell schon mal ganz schön, aber wir machen es uns jetzt gar nicht groß schwer. Wir bauen eine sehr simple, schwere Rakete unten drunter. So, Triebwerk ran. Zack. 6000 Delta V, 1,5 TVA müsste eigentlich schon reichen. Aber weil es langweilig wäre ohne Booster, bauen wir uns auch noch ein paar Booster ran. Einfach nur für den Spaß, die Booster zu haben. Zack. Booster. Und vor allen Dingen kosten die auch nichts. So. Schauen wir mal, 7900 Delta V. In Aerodynamic Kitchen im Drift. So, und der Form halber machen wir hier noch unsere geliebten Flügelchen ran. So, voilà. Schieben wir die noch ein bisschen hoch, dann können wir unten drunter die Adapter ranbauen, ne? Die Startrampen-Dinger. So, nee, das war's nicht so. Zack. So, und jetzt brauchen wir noch eine ordentliche Antenne, um mit dem Hauptding hier irgendwo hinfliegen zu können. Das ist doof, wir müssen die Antenne so oder so da oben ranbauen. Funktioniert die überhaupt, wenn wir sie unter dem... Funktioniert die, wenn wir sie unter dem Teil drunter haben? Hm. Ich bin ehrlich gesagt nicht geneigt, das auszuprobieren. Wir machen das jetzt einfach hier hin. So. Und wir machen direkt ein Start Deployed. So. Theoretisch sollte das kein Problem sein, wenn wir nicht zu schnell fliegen. So. Zack, zack. Achso, Fairing wieder zu. Ne. So. Ja, schöner kleiner Steuerungssatellit. Jetzt würde ich sagen, stellen wir das mal raus aufs Launchpad und suchen uns eine schöne Stelle, wo wir in Kontakt mit unserem Ziel kommen. Und guck mal, es schlackert auch nicht mehr so bescheuert. Also gut, das wackelt da ein bisschen, aber so ist es ja irgendwie dauernd. So, wo ist der Space Truck? Der Space Truck ist da hinten. Dann warten wir jetzt kurz, bis der Space Truck zu uns aufgeschlossen hat. So, wie gesagt, meine Lieblingsfaustformel 400 Kilometer. Ist immer ein bisschen knapp, aber wird auch diesmal wieder ausreichen. So, ab geht's. In Richtung Space Truck.
Ja, richtig kleine, kompakte Rakete. Und wenn wir das haben, wie gesagt, dann würde ich sagen, bauen wir die Länderstufe, weil wir können dann quasi potenziell zumindest den Ben nach Hause holen, weil wir vorne die Steuerungseinheit draufsetzen und dann halt verlängern, bis sie jetzt explodiert. Ist die Antenne eh noch da? Ah, wir haben die Antenne verloren. Nein, nicht gut. Ich hoffe, wir kommen schnell genug in Reichweite von unseren Dings. Dieser Point-of-View-Bug schlägt auch schon wieder zu. Also, wir haben ja 50 Kilometer Reichweite mit der Omni-Antenne. Und ich hoffe jetzt inständig, dass wir mit der Omni-Antenne dann einfach in die Reichweite des Flugzeugs kommen, also unseres Gefährts da oben, mit dem wir hoffentlich relayen können. Wenn nicht, haben wir ein Problem, würde ich sagen. Dann ist die Rakete nämlich aus. Unsere. Ach scheiße, ein Engine, die habe ich auch nicht rangebaut, ne? Schlampig, sehr schlampig gebaut, muss ich sagen. Sehr, sehr schlampig gebaut. So, jetzt muss ich mal kurz switch to. Ach nee, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich werde jetzt sicherlich gleich irgendwie mal. Na gut, ich muss jetzt irgendwie mal abwarten, bis wir die Atmosphäre verlassen, weil der Point-of-View-Bug hat tatsächlich wieder sehr großflächig zugeschlagen. Das ist echt unschön. Ach, da ist ja die Rakete, guck mal, da hinten. Tada. Weiß auch nicht, wie ich da hinskummen soll. Naja. So, wir gehen mal kurz raus. Müssen wir einmal gucken, dass wir eventuell überhaupt am Space Truck eine Antenne zum Relayen dran haben. Sonst wird das natürlich schwierig. Habe ich da überhaupt mehrere Antennen rangebaut? Ich wüsste nämlich eigentlich nicht, weswegen. Ich glaube, wir haben nur diese eine Tüdelüns-Antenne drauf. Dann wird es natürlich schwierig. Da ist auch noch dunkel, ne? Antenne, wo hatte ich denn die Antenne hingebaut? Ich weiß, ich habe irgendwo eine Antenne hingebaut. Da, da. Activate. So. Target ist der Space Truck Autopilot. Ich hoffe, dass das funktioniert. So. Schauen wir mal. So, hat das Ding noch irgendwie Switch to? Irgendeine Form von Verbindung? Ne, das ist nicht, wo ich hin switchen wollte. Ich wollte ganz woanders hin. Ich wollte dahin. Wie bin ich denn jetzt beim alten Space Lab gelandet? Ekelhaft. So, hat aber auch No Connection. Doch, hat eine Connection. Cool. Wie auch immer. Wir stellen einfach keine dummen Fragen. Doch, ich krieg irgendwie eine Connection über das Ding hier. So, wir machen jetzt einen auf Target und. Der macht schon wieder komische Sachen, ne? Feuer frei. Wir versuchen jetzt mit dem Target konform zu gehen, dass wir hier. Ah, Point of View Bug all over the way. So, da hinten kommt der Space Truck, 40 Kilometer entfernt. Und noch 1500 irgendwas Meter pro Sekunde schneller als wir. Also 1,5 Kilometer quasi pro Sekunde, die er gut macht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, die er uns einholen muss. Und in der Zeit können wir die Geschwindigkeit, die er schneller ist als wir, schon mal deutlich senken. Gleich überholt er uns wahrscheinlich. Das ist jetzt natürlich mit dem Point of View nicht so ganz ideal. Nicht so ganz ideal. Weiß auch noch nicht, welches Mod das ist. Was das verursacht. Falls ihr ähnliche Probleme habt, lasst es mich mal wissen. Und lasst mich mal wissen, was für Mods ihr installiert habt. So, aber wir haben das gleich und sobald wir das Gröbste haben, gehe ich noch mal kurz raus in die Space Station. Das können wir schon mal weghauen, das braucht auch kein Mensch mehr. So. Schwupp. Und werde gleich vom Space Center aus das noch mal ein bisschen korrigieren. Was wir jetzt schon mal machen, ist uns auf einen Kurs Richtung Ziel zu begeben, damit wir der ganzen Sache schon mal ein bisschen näher kommen.
aber dann würde ich doch gerne wieder was sehen bei der ganzen Chose. So ist auch doof. So ist ja auch doof. So, wir sind mit sage und schreibe 50 Meter pro Sekunde auf Kollisionskurs. So, und jetzt gehen wir mal über das Space Center raus und wieder rein und dann hoffe ich mal, dass diese verhexte Rakete nicht schon wieder irgendwie Probleme macht. Und so langsam hoffe ich dann auch auf die 113. Also ich muss sagen, 112 ist bisher nicht so meine Glücksversion, um es mal nett zu formulieren. So, Local Control, okay. Und wir switchen rüber. Eigentlich wollte ich da direkt hin, aber... So, da ist unsere Rakete. Das ist doch schon mal viel wert. Sehr schön. So. Gut, also. Er versucht uns nicht direkt umzubringen. So, wir nutzen unser bisschen RCS-Zeug, was wir haben. Mal für eine hübsche Drehung. Damit wir gleich nicht auf unser Ziel einkacheln, als ob es nichts Gutes gäbe. Wir wollen ja schließlich der ganzen Geschichte entgegenkommen und nicht irgendwie von dannen fliegen. So, sobald wir das ausgerichtet haben. So, ein bisschen bremsen. So, halten bitte. Sehr schön. Und RCS aus. Und wir lassen uns mal randriften. Mal gucken, wie weit wir kommen, bevor es blöd wird. Und da wird es wieder mehr. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt einmal die Geschwindigkeit anpassen wieder. Also wir haben ja noch ein bisschen Fuel. Wir müssen jetzt nur nah dranbleiben, weil ich Relay quasi meine Verbindung im Moment komplett über das Teil da. Es scheint zu funktionieren. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht funktioniert das tatsächlich, wenn man einen Piloten hat, dass der Pilot das übernehmen kann. Ich habe keine Ahnung. So. Ein bisschen drehen. Damit wir wieder auf Kurs kommen. Wer weiß das schon? So, aber das sieht ganz gut aus. So, und ich habe jetzt versucht, den Drehimpuls aus dem Manöver gerade noch beizubehalten mit der Abschaltung, sodass ich jetzt mich einfach driften lasse. Achso, wir haben ja Persistent Rotation. Wir können das ja sogar im Zeitraffer machen. Also was ich jetzt quasi mache, ist RCS sparen bei dem Drehmanöver, indem ich nur den Impuls, den ich noch vom Triebwerk hatte, nutze. So, und theoretisch müssten wir jetzt den ersten Treffer hinbekommen. 9,4 Kilometer. Okay. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir in letzter Instanz doch ein bisschen RCS, um uns wieder auszurichten. 9 Kilometer ist doch schon mal eine Ansage. Ich glaube, auch wenn wir auf die ran sind, können wir uns eigentlich der ganzen Chose entledigen. Also ich gleiche dann noch einmal die Geschwindigkeit an. Die letzten 9 Kilometer schaffe ich dann, glaube ich, auch ganz gut ohne die Riesenrakete. Wir müssen dann nur einmal den Schub angleichen. Ach, jetzt ist die Connection weg, oder was? Hallo? Warum habe ich denn jetzt keine Connection mehr? Aber eben hatte ich doch noch Connection. Wahrscheinlich, weil er hier keine Connection hat, ne? Hä? Hat er gerade kein Relay? Scheinbar nicht, oder? Nicht wirklich. Jetzt muss man kurz warten. Hilft ja nichts. Ach, irgendwas hat Connection gehabt. Kurz zumindest. Verdammt. Okay, jetzt driften wir natürlich dummerweise dadurch dran vorbei. Arr, ärgerlich. Wir hatten so einen schönen Treffer. Den verspielen wir jetzt natürlich komplett. Aber sowas von komplett. Und wahrscheinlich verspiele ich sogar meine komplette Verbindung. Ah, nein.
Come on. Jetzt habe ich zu gar keinem mehr Verbindung. Ärgerlich. Okay, jetzt kriege ich zu dem wieder Verbindung. Na. Na. Es lief nicht so ideal. Das lief nicht so ideal. Machen wir denn jetzt? Wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken. Habe ich jetzt noch. Ne, jetzt habe ich wieder keine Verbindung. Ach, das ist genau die tote Ecke hier, ne? Ah, ärgerlich. Ich muss eigentlich genau auf der Ecke da hinten mal meine gesamte Umlaufbahn ein bisschen niedriger ziehen, dass ich wieder aufholen kann. Hilft mir jetzt gerade nur nicht richtig viel, weil ich auf der falschen Ecke bin. So, jetzt hoffe ich mal, dass er hier, jawohl. Wir haben Verbindung zum Space Center. So, jetzt machen wir ja mal als allererstes. Ich will eigentlich Orbit kleiner machen. So, 81 Kilometer. Spinne ich gerade? Ich bin noch. Ach so, ich muss vielleicht auf meine eigene gucken, ja. Periapsis 77. Ja. Die ziehen wir jetzt so knapp wie möglich. Snap. Dann nicht. Ah, nein, nicht Switch durch. Ich wollte Auto-Warp-Dingsbums hier machen. Na gut, na gut. Ja, dir geht's gut. Dir geht's gut. Da freuen wir uns alle. Das ist doch schön. Wenigstens dir geht's gut. So. Wir wollten aber hier mit deinem Kollegen eigentlich mal unser Manöver ordentlich machen. Switch to. Damit wir auch wieder aufholen zu der Station und dann hoffentlich mit einem sauberen Relay-Satelliten über uns es hinbekommen. Dem Ding auch näher zu kommen. Mal schauen. So, wir haben ja jetzt hier so unseren kleinen Begleitersatelliten. Der hilft uns aber gerade auch nicht viel weiter, weil wir schon wieder keine Funkabdeckung haben da hinten. Also dieses Satellitennetzwerk ist immer noch bei Weitem nicht das, was es sein sollte. Ich muss unbedingt noch hier in diesen toten Bereich ein paar Satelliten reinbringen, weil die Abstände hier zu groß sind. Also er kriegt hier keine Verbindung rüber, sonst hätte ich ja eigentlich eine Abdeckung, aber ich muss mal irgendwann noch so zwei Satelliten mindestens. Also ich muss hier noch einen reinsetzen. Und ich muss da noch was reinsetzen, ob das irgendwas wird. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwann, vielleicht im nächsten Durchlauf, eine Verbindung zustande kommt. Zumindest bleibt die Verbindung stabil, keine Ahnung. Ja, zumindest haben wir sie schon mal ein bisschen kleiner gemacht. Und ich habe eine Phase, in der ich aufhole. Ich hoffe jetzt mal, dass mit dem Wandern der Satelliten an sich, die geostationär stehen, also der drei, wir jetzt eigentlich eine Abdeckung haben müssten. Wenn wir das nächste Mal vorbeikommen. Und damit müsste ich eigentlich mein Manöver fliegen können. So, wir wollen Orbit entgegengedreht, Dingsbums. Also kann ich nicht drehen, ne? So, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich so auf 270 Grad drehen. Wahrscheinlich. Ja. Das ist so korrekt. Ja, da wir gerade über der Periapsis sind, machen wir jetzt. Komm. Das ist ein bisschen arg knapp. Aber es ist okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der schönen Position, dass wir wieder näher kommen. So. Ich hoffe mal, dass wir dann irgendwie uns in eine Situation jetzt hebeln können, wo wir mit dem Teil Rendezvous hinbekommen. Dafür gehe ich aber mal ins Space Center, weil wir jetzt auch durch die Atmosphäre tauchen und auch nur sehr langsam Zeit raffern können. Würde ich sagen, wir machen das jetzt mal
über die Satellitenschüssel. Feinster Sonnenaufgang. So, also der Space Truck Autopilot ist da und der Space Truck ist hier. Okay, okay. Also er sollte ja eigentlich jetzt aufholen, sagt die Theorie. Gott, Würmkopf. So. Space Truck. Space Truck Autopilot. Okay, so langsam wird's. So langsam wird's. Es scheint auch im Moment mit der Funkabdeckung relativ gut hinzuhauen. Er ist noch ein bisschen zu weit weg. So, ich glaube, hier ist eine gute Stelle, um es zu versuchen, dass wir nochmal ein Annäherungsmanöver hinbekommen. So. Also, wir haben schon mal eine Verbindung, das ist gut. Und wir wollen auf jeden Fall den als Ziel, alles klar. Und das heißt für uns, wir wollen jetzt auf jeden Fall auch zusehen, dass wir den ganzen Klotz da an unserem Bein noch nicht ganz loswerden. Okay. Jetzt einmal uns dem Target angleichen ein bisschen. Aber haben wir noch eine bessere Begegnung erstmal? Gar nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen näher rangehen. Noch nähern wir uns, ja. Achso, wir sind gerade in der Atmosphäre. Das ist natürlich auch der denkbar beschissenste Zeitpunkt für sowas. Oh, meine Periapsis ist... Scheiße. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich gehe ganz schön tief rein. Igitigit. Da müssen wir jetzt was gegen tun. Das wird nämlich nicht funktionieren. So, wir müssen auf unser Ziel zufliegen, um mal aus der Atmosphäre wieder rauszukommen. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir noch das größere Triebwerk haben. Ne? So. Periapsis. So. Wir haben hier einen Treffer mit 25 Kilometern. Das ist erstmal nicht schlecht. Der wird sich eh nochmal angleichen. So, aber jetzt sind wir mal wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das ist ja schon mal ein bisschen besser. Dann müssen wir gleich noch einmal bremsen. Dann behalten wir das doch noch, weil wir müssen ziemlich viel bremsen. Auf 25 Kilometer Entfernung. So, aber dafür warten wir jetzt erstmal, dass wir aus der Atmosphäre rauskommen. Ah, ist alles nicht so einfach, wenn man so einen kleinen blöden Adapter da vorne ranstopfen will. Nur weil man sich die Antenne kaputt gemacht hat, ne? So, jetzt müssen wir einmal SRS aus, RCS an, die Richtung grob und lassen jetzt unsere Drehung mal durchwühlen. Und bei 25 Kilometer müssen wir ihn quasi abbremsen. 25,6, wenn wir genau sein wollen. Aber das kommt dann noch. So, das ist ja mal Timing. Und die Connection ist wieder weg. Weil, keine Ahnung, weil ich keine Verbindung zu irgendwas habe. Tja, vielleicht sollte ich das auch einfach verloren geben, das Ding. Ach, das gibt's doch nicht. Wir haben schon wieder keine Verbindung, ne? Also ich habe eine Verbindung zu ihm. Hilft mir aber nicht viel. Weil er hat nämlich kein Relay, glaube ich. Irgendeine Form von Relay? Doch, du hast... Ah! Mach doch mal das Ding an hier. Komm. Jetzt kriegen wir es hin. Activate. Und den hier richte ich ihm jetzt nämlich aus auf... Wir sind hier... Keine Ahnung, irgendwas ist mir auch scheißegal. Das muss eigentlich auch so schon funktionieren. Los. Switch to. Ich weiß, dass es geht. Komm. Wir haben ein Relay, oder? Wir benutzen einfach die als Dings. Jawohl. Okay. Cool. RCS. Komm, dreh dich zurück, dreh dich zurück, dreh dich zurück. Wir müssen ein wenig bremsen. Und zwar da lang. Genau diese Richtung. Ah, okay. Also, Schwein gehabt. Wir haben nämlich doch noch eine Relay-Antenne drauf auf dem Space Truck.
Das hat uns gerade ein bisschen den Tag gerettet. Jetzt gucken wir mal, dass wir das nutzen, weil jetzt dürften wir eigentlich nicht mehr die Kontrolle verlieren. Zumindest nicht einfach so. So. Wir wollen nach da unten. Wir wollen aufs Target zu. Wie viel Sprit haben wir noch? Einen letzten kleinen Gruß vom großen Triebwerk. Komm. Komm schon, sei nicht so träge. Ich versuche mich jetzt relativ mittig auf ihn einzuschießen. Mit dem letzten bisschen Treibstoff, was ich habe. Sieht ganz gut aus. So, nicht zu viel. Was sagt unser Meeting hier? Wir kommen bis auf 5 Kilometer ran. 4, 3, 9. Okay, das reicht mir. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen den Kram da jetzt mal weg. Strom haben wir auch genug. Das heißt, Triebwerk an. Ja, das passt. Und jetzt haben wir endlich sowas wie Kontrolle. Auch mit dem wenigen Reaction Wheel Kram, den wir haben. Es ist trotzdem noch ein bisschen viel. Na gut. Na gut. So viel Kontrolle haben wir dann halt auch nicht. Lalala. Aber dafür haben wir ja RCS, um das jetzt gleich einmal anzugleichen. So. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das mit dem Safe Game retten, dass das geklappt hat. Das war echt doof gewesen vorher. So. Und auch wenn das jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten macht, diesen Probe-Coder ranzuzimmern, ist es immer noch 1000-mal besser, als alles von vorne anfangen zu müssen. Von daher, Lektion gelernt. Ab jetzt immer eine Sicherheitskopie des Safe Games bereitliegen haben. So, damit wir notfalls skippen können. Also ich werde zumindest mal alle 2 Folgen oder sowas was zur Seite legen, um genau das zu machen. Nämlich eine Sicherheitskopie zu haben. Und ich bremse jetzt hier mal kurz, dass wir auf ähnliche Geschwindigkeit. Das war aber auch ganz knapp, ne? So, im interplanetaren Maßstab gesehen, das Ding, ne? So. Ja, und dann machen wir hier mal, glaube ich, langsam auch den Cut für die Annäherung. Denn der Rest ist ja jetzt quasi dann die Feinheiten. Ups, ich bin schon komplett in die andere Richtung umgekippt. Der Rest sind ja quasi die Feinheiten, wie wir uns jetzt annähern. Und ich würde sagen, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge fertig. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.